Ja, moin, liebe Motorradfreunde. Ich bin der Christoph aus dem schönen NRW und ich wollte euch mal meine Royal Enfield Classic 500 vorstellen. Ich selbst habe die Maschine vor 2 Jahren neu erworben. Eine der letzten, die es noch geschafft haben, über die Zulassung zu kommen wegen den neuen Abgasrichtlinien. Ich selbst bin jetzt knapp 2851 Kilometer gefahren. Ja, die Maschine besitzt einen 500 Kubik großen Einzylindermotor mit noch einem sehr seltenen Feature, einem Kickstarter und ja, 27 asphaltfressende PS mit einer Maximalgeschwindigkeit laut Papiere von 130. Ich selbst fahre meistens maximal 90, denn alles was mehr ist, da merkt man schon, man quält den Motor ein bisschen und das muss ja auch nicht sein. Dann habe ich noch einige, nun ja, Zubehördinge verbaut. Wie man zum Beispiel hier sieht, die Sturzbügel aus dem Original Royal Enfield Zubehör, eine MRA-Scheibe, einen anderen Lenker, damit ich ein bisschen weiter nach hinten sitze und natürlich auch originale Packtaschen von Royal Enfield dazu. Ja, ich selbst kann zu der Maschine nur sagen, der Motor ist das absolute Highlight. Ein so charakteristischer Einzylinder, den sieht man wirklich selten und ist auch heute kaum noch zu finden. Ich muss sagen, mein absolutes Traumgefährt. Ich wollte sie damals schon, als ich gerade 18 wurde. Da konnte ich sie mir noch nicht leisten. Und ja, vor 2 Jahren hat es dann endlich geklappt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.